Berlin. Der Verkauf der Insol VN Air Berlin-Tochter Nike geht auf die Zielgerade. Nach Informationen der deutschen Presseagentur soll die österreichische Fluglinie an die IAG Holding gehen, zu der unter anderem die British Airways und die Iberia gehören. Der vorläufige Nike-Insolvenzverwalter Lukas Flöter teilte mit, es werde exklusiv mit einem Bieter weiterverhandelt. Das habe der Gläubigerausschuss bei einer Sitzung am Donnerstag entschieden. Einen Namen nannte Flöter unter Verweis auf die zugesicherte Vertraulichkeit jedoch nicht. In den nächsten Tagen solle der endgültige Kaufvertrag stehen. Insolvenz. Nach geplatzter Übernahme Nike hatte Mitte Dezember Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. Zuvor war die geplante Übernahme durch den deutschen Branchenprimus Lufthansa abgeblasen worden. Die EU-Wettbewerbshüter befürchteten Monopolstrecken. Ende vergangener Woche hatten 6 Interessenten Angebote für Nike abgegeben. Mit 4 Bietern wurde in den vergangenen Tagen verhandelt. Zu ihnen sollen neben IAG auch der Reisekonzern Thomas Cook, Condor und die TuFly gehören. Nike-Gründer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda hatte von sich aus erklärt, verbindlich um die Fluglinie mit den rund 1.000 Beschäftigten mitzubieten. Am Donnerstag teilte er mit, dass er aus dem Rennen sei. Von RND, Deutsche Presseagentur.